T-Tag ist eine Person, die ich immer wirklich sehr gerne kritisiert habe, weil er beispielsweise in seinem Video zur Rammstein-Thematik Opfern von sexueller Belästigung eine Teilschuld zugesprochen hat, was einfach super unempathisch wirkt, oder in seinem Video zu Dating den Kontext einer Studie augenscheinlich weggelassen oder verschoben hat, um seinen Punkt besser darstellen zu können. Daher habe ich vor einigen Wochen mich dazu entschieden, einen Talk mit ihm zu machen, in dem er einige Punkte doch ziemlich gut erklären konnte und er mir deutlich sympathischer geworden ist. Also, aktuell gibt es wieder ein Beef rund um ihn. Trayman hat ein Video zu ihm gemacht, das T-Tag dann kritisiert hat, und Trayman und Sigmann haben dann ein Antwortvideo darauf gemacht. Ich mische mich jetzt in die ganze Sache ein, um gottlos viele Klicks. Spaß beiseite, es liegt einfach daran, dass ich versuche, die Sache neutral aus meiner subjektiven Wahrnehmung zu bewerten. Das Ganze in eine chronologische Reihenfolge zu bringen, ist wirklich unfassbar schwer. Ich gebe mein Bestes und wir fangen mit dem Video von Trayman gegen T-Tag an. Aber in dem Fall meint er tatsächlich TJ, denn er hat mir auf Insta aus heiterem Himmel eine Sprachnachricht geschickt. Und dort meinte er, mich freundlich darauf hinzuweisen, dass ich ja mal drüber nachdenken solle, warum ich denn aktuell so gehatet werde. Ohne sich jetzt zu lange an dem Anfang seines Videos aufzuhängen, finde ich doch diese kurze Interaktion maximal benennend für seinen Charakter, den er bereit ist, hier im Internet preiszugeben. Denn ein Teacher gibt ihm den wohlgemeinten, sehr wichtigen Rat, sich doch mal selber zu reflektieren. Okay, wir starten also direkt mit dem kompliziertesten. Hierbei ging es darum, dass TJ T-Tag eine Sprachnachricht geschickt hat, in dem er gesagt hat, er soll sich doch mal selbst reflektieren. Die beiden haben wohlgemerkt seit Ewigkeiten Beef. Dann hat T-Tag gesagt, ja, diese Sprachnachricht von TJ war safe böse, gehässig gemeint und dass TJ sich quasi über den Hate, den er gerade bekommt, so ein bisschen lustig machen wollte. Und das hat T-Tag in einem längeren Video über TJ gesagt. Und Trayman kritisiert daraufhin T-Tag, dass er sich nicht selber reflektieren könnte, obwohl er doch eine Nachricht mit so guter, konstruktiver Kritik bekommen hätte. Ihm den wohlgemeinten, sehr wichtigen Rat. Und bei diesem Punkt bin ich einfach komplett bei T-Tag. Denn welchen Grund sollte es für TJ geben, eine gut gemeinte, konstruktive, positive Nachricht an T-Tag zu schicken? Ich meine, die beiden haben Beef, die können sich im Internet nicht ausstehen. Also wir können es nicht zu 100%ig ausschließen, wir können nicht in seinen Kopf reingucken. Aber alle Indizien, die wir haben, im gesamten Kontext ihres jahrelangen Beefs, ist es einfach super, super unwahrscheinlich. Und ich finde es von Trayman absolut schwach, dass er es als Fakt hinstellt, dass das von TJ bestimmt gut gemeint war. Ja, das Rammstein-Video war Müll und es gab keine Möglichkeit, das positiv aufzunehmen. Aber gerade dadurch sollte man doch eigentlich wirklich konstruktives Feedback ansprechen und nicht das hier, was TJ gemacht hat. Trayman sagt auch das hier. Und tatsächlich meine ich an der Stelle nicht Frauen, die gehen ihm auch ziemlich krass auf den Sack. Er hat eine gefühlt 40.000 Video lange Reihe über Frauen gemacht. Und das ist höchstens in Teilen richtig. Ja, T-Tag hat eine Videoreihe gegen den Feminismus. Beziehungsweise gegen radikale Auswüchse von Feminismus. Hier wäre auch eine Differenzierung nochmal ganz schön, denn wir reden hier nicht von radikalen Feministen auf TikTok und so weiter. Das sind eher so liberale, dritte Welle Feministen, die auch sehr viel Blödsinn labern. Aber bei radikalem Feminismus kommt man dann beispielsweise auch in den Bereich von TERF. Das sind Feministen, die Transmenschen sehr stark ausschließen, wofür sie auch von Feministen immer wieder kritisiert werden. By the way, als solche werden nämlich auch einige Leute bezeichnet, die J.K. Rowling unterstützt hat. Wofür sie ja gerade aus einer feministischen Bubble sehr viel Hate bekommen hat, um nicht zu sagen gecancelt worden ist. Also sind das einfach zwei getrennte Lager. Und wenn wir jetzt von radikalem Feminismus reden, reden wir von diesem auf TikTok praktizierten Feminismus und davon die radikalen und dummen Auswüchse. Zurück zum Thema, unabhängig davon können wir nämlich sagen, T-Tag hat keine Reihe gegen Frauen, sondern gegen Feminismus, denn auch Männer können Feministen sein, was ja auch immer wieder von Feministen gesagt wird. Und das, was ich gerade zuletzt gesagt habe, hat T-Tag so ähnlich in seinem Video auch gesagt. Und dazu hat dann ein befreundeter YouTuber von Trayman, Sigmann, das hier gesagt. Zu Beginn beschwert sich T-Tag über Trays Formulierung, dass ihn Frauen nerven und er eine Videoreihe gegen bzw. über Frauen hat. T-Tag interpretiert das als ein Framing, um ihn als Sexisten darzustellen, da Tray hier das Wort Frauen mehr oder weniger stellvertretend und übertreibend für Feminismus benutzt hat. Ich glaube, er hat sogar in seinem Stream von einer Hyperbel gesprochen. Hätte ich zwar anders formuliert, aber ich glaube, es war nicht Trays Intention, T-Tag straight up als Sexisten darzustellen. Also, ob Trayman das jetzt absichtlich gemacht hat, können wir nicht wissen. Aber was mir bei ihm generell so aufgefallen ist, ist dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Also er ist in einer Sache einer Meinung, dann ist er zu 100% auf der einen oder der anderen Seite. Wovon ich einfach überhaupt kein Fan bin. Selbst wenn eine Person sehr viel dumme Sachen gemacht hat, würde ich ihr immer noch in den Punkten, wo sie recht hat, einfach recht geben.
Damit macht man nämlich seine eigene Kritik nicht schwächer, sondern stärker. Natürlich müssen wir bei einem Andrew Tate nicht ein paar Sachen, die er gesagt hat, die irgendwie halbwegs Sinn ergeben, immer wieder in den Vordergrund rücken, weil er einfach massiv dumme Takes gebracht hat. Andererseits sollten wir auch nicht sagen, er hat komplett widerliche Aussagen gebracht und er ist jetzt vor Gericht wegen Menschenhandels, der hat das safe gemacht. Ja, es kann Aussagen geben, die darauf hindeuten, aber eine minimal neutrale Bewertung der Sachlage wäre mir immer noch lieber. Und das fehlt mir bei eigentlich sehr vielen, aber bei Trayman im Besonderen sehr oft. Aber Trayman bzw. Sigmund in seinem Video auch versuchen diesen Punkt auch noch argumentativ zu entkräften. Komplett falsch ist die Formulierung ja am Ende des Tages auch nicht, weil es zumindest ein dediziertes Video gibt, in dem er nicht nur über den Feminismus redet, sondern darüber, dass Frauen widersprüchlich sind. Sein eigener Wortlaut im Titel übrigens. Also ja, im Titel wird hier erstmal von Frauen im Allgemeinen gesprochen. Das Video ist zwar auch schon deutlich älter und ich weiß nicht, wie sehr er jetzt noch dahinter steht, aber ja, das Video ist noch online und das steht erstmal so im Titel. Was wohlgemerkt immer noch nicht heißen würde, dass er eine Videoreihe gegen Frauen hat, sondern es ist immer noch die Feminismusreihe, in dem es ein Video gibt, wo er Frauen im Allgemeinen anspricht. Aber er zeigt dann auch noch einen Ausschnitt aus diesem Video. Spiele ich euch diesen Ausschnitt einfach mal ein, Film ab. Widerspruch Nummer 1. Moderne Frauen wollen strong and independent sein, wollen aber gleichzeitig einen traditionellen Mann. Was meine ich damit? Diese Frauen wollen unabhängig von einem Mann sein und gehen deshalb arbeiten, um eigenes Geld zu verdienen. Sie haben oft ständig wechselnde Sexualpartner und schämen sich nicht dafür. Yep, wir bewegen uns genau auf dieser Ebene. Er redet über den Bodycount von irgendwelchen fremden Frauen im Internet. Jo, wegen dem Ausschnitt in dem Sigmund-Video, wo du sinngemäß sagen sollst, dass Frauen sich schämen sollen, wenn sie wechselnde Sexualpartner haben, habe ich das richtig interpretiert, dass du eigentlich meintest, sie sollen sich dafür schämen, wenn sie etwas anderes erwarten, als sie selber tun? Er wusste nicht ganz genau, welchen Kontext ich hier meine, aber er hat mir auf jeden Fall nochmal versichert, dass er nichts dagegen hat, wenn Frauen wechselnde Sexualpartner haben und dass sich dafür niemand schämen sollte. Insofern gehe ich davon aus, dass meine Interpretation richtig ist, auch wenn er das natürlich falsch ausgedrückt hat in seinem Video damals. Ein Punkt, wo ich allerdings etwas mehr bei Trayman bin, ist das hier. Nicht mal diesen kleinen ersten Schritt der Selbstreflexion kann T-Tag machen. Kontext hierzu ist T-Tags Rammstein-Video und die fehlende, darauf bezogene Selbstreflexion. Also irgendwo ist es natürlich eine Unterstellung, dass man sagt, er hätte sich nicht reflektiert. Andererseits muss man sagen, öffentlich hat er nichts dazu gesagt. Und auch in dem Gespräch mit mir hat es auf mich zumindest nicht so gewirkt, dass er sagt, ja, hinter 98% der Aussagen stehe ich nicht mehr, ich distanziere mich davon und so weiter. Aber er hat auch explizit gesagt, dass er nicht sagen möchte, hinter was er noch steht und hinter was er nicht mehr steht. Was in meinen Augen einfach dumm ist, weil man dann natürlich vom Schlimmsten ausgehen kann, dass er noch hinter 100% der Aussagen steht. Was ich persönlich aber nicht machen würde und ich glaube ihm auch, dass er sich in Teilen reflektiert hat. Zu zwei Sachen möchte ich jetzt schnell noch was sagen. Einerseits die Beleidigung. In dem Video von Trayman nennt er T-Tech andauernd T-Kack. Was einfach auf Dauer super unlustig und peinlich ist. Ja, das kannst du vielleicht mal auf lustig einmal bringen. Aber wenn du das einfach das 30. Mal sagst, musst du dir doch irgendwann auch einfach blöd vorkommen. Und ich verstehe T-Tech absolut, dass er das nicht lustig findet und konstruktiv ist es definitiv auch nicht. Und das gleiche ist es eigentlich auch hiermit. Um andere in den Fokus zu stellen, um von sich und seinem unglaublich problematischen Leben, das er anscheinend auch nicht mag, weil sonst würde er ja nicht 24/7 darüber jammern, abzulenken. Um sich selber besser zu fühlen, kritisiert er andere. Es ist einfach super unnötig, dass Trayman hier sagt, dass er angeblich unglücklich in seinem Leben ist, weil einerseits du weißt nicht, ob es ist. Und andererseits, was wäre das für eine Art, zu jemandem zu gehen, der unglücklich ist und ihm vorzuwerfen, dass er unglücklich ist und dass man selber glücklicher ist? Also, das wäre ja einfach nur traurig und bösartig, wenn man sich darüber lustig macht. Aber bei den beiden Punkten kann man sagen, dass T-Tech zumindest ein bisschen auch in die Richtung gegangen ist, was mir absolut nicht gefallen hat. Und das hier war auch noch ein sehr relevanter Punkt aus dem T-Tech-Video. Sigmund schreibt, haha, strammes Ding. Zu deiner Aussage kurz vor dem Ende. Hätte durchaus das Material, um in seinem Leben rumzustochern. Bei mir haben sich Leute gemeldet und mir Dinge erzählt. Ist nur leider unter meinem Standard und Niveau dieses Atominem-Zeug. Aber amüsant war es definitiv. Was seid ihr für ekelhafte Menschen ohne Witz? Aber es kommt noch besser, denn Trayman hat darauf geantwortet. Ich komme nach seinem Antwortvideo gern auf dich zurück. Wer hat euch absolut ekelhaften Menschen bitte ins Hirn geschissen? Was hast du dann mit den Infos vor Trayman? Sie veröffentlichen oder geilst du dich einfach nur daran auf, irgendwas Negatives aus meinem Privatleben zu wissen? Also erstmal finde ich diese Drohung in den Kommentaren
einfach highly beängstigend. Nein, Spaß beiseite, einfach super kindisch und dumm. Und würde hier auch einfach zu 100% mit T-Tech mitgehen, das hat im Internet nichts zu suchen und man könnte nie den Gesamtkontext der Lage erkennen. Aber hierzu hat Sigmann das hier zu sagen. Und dreimal kannst du raten, wer sich denn bei mir gemeldet hat. Eine Ex-Freundin von mir hat auch eine Detransition gemacht, nachdem sie unumkehrbare Operationen hinter sich hatte. Mit ihr und zwei Kumpels haben wir uns dann über dieses und ein paar weitere Videos unterhalten. Und hier sind wir wieder beim Stichwort, eine Medaille hat zwei Seiten. Genau deswegen habe ich mir beide Seiten angehört. Ich finde es hardcore schäbig, dass du das Leiden einer Person, die offensichtlich nicht möchte, dass du sie erwähnst, ohne die Möglichkeit einer Gegendarstellung für diese, derartig instrumentalisierst. Also erstmal, Sigmann hat damit zum Glück keine persönlichen Infos über T-Tech rausgehauen, was natürlich absolut gar nicht gehen würde, hat er aber auch nicht gemacht. Aber ich bin hier trotzdem absolut nicht auf seiner Seite. Denn T-Tech hat seine Persönlichkeitsrechte von dieser Ex-Freundin eigentlich nicht wirklich verletzt. Ja, er hat über ihr Leiden gesprochen mit ihrer Transition und anschließenden Detransition. Aber er hat hier absolut keine persönlichen Daten genannt. Außer, dass es eben eine Ex-Freundin von ihm war. Aber in diesem Kontext finde ich es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, selbst wenn er sie nicht mal um Erlaubnis gefragt hat. So, jetzt schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst dem Video ein Like da, der Support gerade ist irgendwie unglaublich. Lasst dem Video ein Abo da und wir sehen uns im nächsten. Tick 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 t